So, schönen guten Tag, der wöchentliche Rahmen in einer Draußen-Edition an diesem Sonntag, der heute gerade ist, Ostersonntag. Und zwar bin ich gerade nicht zu Hause, ich bin bei meinen Eltern gerade hier und habe deswegen auch nicht allzu viel zu erzählen, weil ich die letzten Tage einigermaßen viel vorbereitet habe, hier, dass immer Folgen und sowas kommen. Entsprechend gab es Donnerstag auch keinen Livestream, weil ich viel vorbereitet habe für die Tage jetzt. Entsprechend, weil ich bis Montag auch unterwegs bin, bis morgen wird es morgen auch keinen Livestream geben. Sollte aber nicht allzu schlimm sein, weil es ist ja eh noch Ostern, da liegt man noch im Kuchenkoma, weil Ostern und Weihnachten sind immer so Sachen, man isst halt den ganzen Tag irgendwelches Zeug. Hier auch immer Kuchen und waren wir gestern grillen und sowas. Hab auch noch Sonnenbrand, weil wir gestern Fußballgolf gespielt haben mit ein paar alten Kumpels. Und zwar Fußballgolf in der Form, halt Mischung zwischen Golf und Fußball. Das heißt, beim Kumpel, der halt ein bisschen abseits auf dem Land gewohnt hat früher, da haben wir auf dem Grundstück ein paar Löcher im Boden gegraben an verschiedenen Stellen und versucht dann halt beim Fußball entsprechend wie beim Golf da rein zu platzieren mit möglichst wenig Schüssen. Und da das auch durch die Pampa ging und durch bewälderte Gebiete und solches Zeug, das war das schon sehr lustig. War allerdings sehr sonnig die ganze Zeit, das heißt, ich habe jetzt leichten Sonnenbrand, ich bin ja eh so der Typ, ich halte einen kleinen Finger aus dem Fenster und bin am ganzen Körper sofort rot. Von daher, naja, ne, was dazu passiert, aber ist nicht weiter schlimm, tut nicht weh, ist alles wunderbar. Und das war gestern und heute ist halt hier Oster normal mit Familie, Zeugs, ganz normal, halt ziemlich klein gehalten, aber Ostern halt gemütlich. Nicht zu Hause sein, sich nicht selber um alles kümmern, dass man über den Tag kommt. Und soweit halt das Ganze. Entsprechend sind auf dem Kanal aktuell nur die Sachen, die sonst auch laufen. Wir haben es immerhin schon vorher geschafft, dass wir Portal zur Genüge aufgenommen haben, dass das alles funktioniert hat. Das heißt, Freitag bis heute kamen Portal 2 Folgen, habt ihr bestimmt gesehen. Und auch sonst die anderen Folgen. Tomb Raider ist alles da, Minecraft ist alles da, Doom The Lost Missions wird nur 8 Folgen haben, das heißt, ist morgen dann schon zu Ende. Und ich muss mal gucken, wenn ich dann wieder zu Hause bin, gibt es auf jeden Fall wieder ein neues Projekt. Ich weiß nicht, wann genau ich mit Banish weitermachen werde, wahrscheinlich nicht sofort. Ich hatte mir überlegt, dass ich lieber als kleines Zwischendurchprojekt noch im Anschluss quasi an To The Moon, was ja auch eher sentimental, eher stimmungslastig gehalten ist, dass ich da auch noch Brothers A Tale of Two Sons machen möchte, was ja auch sehr rührend sein soll, sehr tiefgehend gefühlvoll sein soll, gerade durch die Steuerung und das Ganze drumherum. Und das möchte ich gerne machen, weil das ein Spiel ist, was mich schon länger interessiert. Wird es vermutlich dann irgendwann die Woche geben, ich weiß nicht genau wann. Ich muss jetzt mal bei den anderen Projekten schauen, dass ich da wieder ein bisschen Folgenvorrat habe und wieder aufnehme. Aber Brothers Tale of Two Sons wird es dann auf jeden Fall auch in nächster Zeit geben. Und danach wahrscheinlich wird es dann direkt mit Banished weitergehen in einer größeren Welt, mit einer neuen Stadt. Dass wir da ein bisschen mehr Platz zum Ausbauen und zum Expandieren haben. Das sollte eigentlich so funktionieren können. Ansonsten, wie gesagt, morgen kein Livestream. Der nächste Livestream wird am Donnerstag sein. Thema, ne? Weiß ich noch nicht so ganz. Ich hoffe mal, vielleicht funktioniert das mit Trials Evolution dann jetzt mal wieder. Das hatten wir ja letzten Montag versucht. Aber das Spiel wollte halt nicht. Entsprechend konnte ich das auch nicht spielen. Also, Uplay hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mal wieder. Und deswegen ging das nicht. Wird dann hoffentlich am Donnerstag funktionieren, Donnerstag ab 19 Uhr auf twitch.tv/rahmschnitz. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung unten zu finden, auch die ganzen Themen hoffentlich, wobei es jetzt ja nicht so viele Themen gibt, weil, naja, ne, bisschen gemütliche Auszeit, sowas in der Art hier, muss auch mal sein. Was gibt's sonst noch? Nicht wirklich viel. Genau, freut euch schon mal aufs erste Mai-Wochenende. Ich kann da noch nicht wirklich viel zu sagen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mittlerweile schon Sachen zu angekündigt oder veröffentlicht sind, irgendwelche Trailer, aber ich werde am ersten Mai-Wochenende, das heißt am 2. und am 3. auch bei anderen Livestreams zugegen sein und da mitwirken und bin ich sehr gespannt. Ganz genau Sachen kann ich halt noch nicht sagen, glaube ich zumindest. Entsprechend könnt ihr euch ein bisschen freuen.
Da wird es dann auf jeden Fall auch noch was zu sehen geben. Und sonst habe ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer frohe Ostern. Genießt die Tage, macht was Schönes draus, futtert euch mit Kuchen voll. Jetzt dürft ihr das ohne Reue und macht, was ihr wollt. Viel Spaß euch, wir sehen uns demnächst und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.